abwarten und Tee trinken und das nächste einsetzen. Ist ja irgendwo klar. Aber okay, mit diesen Augen könnte ich ehrlich gesagt auch nicht treffen. Ich meine, nee. Was hat denn dieses Monsaimon für ein Sichtfeld? Es scheint nicht sehr hoch zu sein. Ist egal, Devon hat wieder ein Level up. In der Hoffnung, dass wir... Oh, Kuri hat einen neuen Skill gelernt. In der Hoffnung, dass wir relativ schnell auf ein Myotismon kommen. Wir werden es sehen. Was hast du denn jetzt gelernt, liebe Kuri? Celestial Hand. Attack two zones with a fist of holy power. Ja, das nehmen wir doch gerne an. 73 auf zwei Zonen. Da bin ich doch dafür, dass wir den Pummel wegwerfen. Denn wir brauchen noch eine Holy Attacke. Wir brauchen eindeutig noch Holy Attacken. Ansonsten können sie mich eng werden und ich glaube, das hier ist eine Sackgasse. Oh, klasse. Und ich habe vorhin noch gesagt, das sieht nach dem richtigen Weg aus. Ich sollte vielleicht mal nach dem Weg fragen. Hat einer von euch eine Idee, wo ich lang muss? Hallo? Gut, ihr wollt lieber kämpfen, dann wollt ihr halt lieber kämpfen. Dann wollen wir das mal. Hau drauf, Warren, hau drauf. Na komm schon, das schaffen wir. Also, einen Big Ice Blast bitte für die zwei Drachenherren hier. Weil das ist wahrscheinlicher, dass es trifft als... Soll ich's probieren? Nee, ich hau lieber die Lovely Attack auf alle drei drauf, dann bin ich wenigstens so ein bisschen glücklicher. Critical! YTD Claw. Macht genau einen Schaden und paralysiert. Na gut. Ich werde es überleben. Aber es macht genau einen Schaden. Das ist ein bisschen peinlich. Und ja, eine Attacke, die alle drei hätte angreifen können. Aber nein. Sie hat bloß eine angegriffen. Nee, zwei angegriffen. Diese Viecher können eindeutig nicht gescheit zielen. So. Dann wollen wir mal. Luna, komm schon. Jetzt haust du da noch einen Big Ice Blast auf die zwei Kasperle hier. Und dann darf bloß noch Okubamon. Angreifen. Oh, Warren ist immer noch paralysiert. Was soll's? Nach dem Kampf ist es sowieso nicht mehr. Genau mal drauf, Luna. Und schon ist es vorbei. Vorbei! Und Devon hat wieder ein Level up. Ach, ist das nicht schön. Ah, verdammt. Ah, doppelverdammt. Na gut, dann müssen wir den anderen Weg nehmen. Oder überhaupt einen anderen Weg nehmen. Das nervt jetzt so ein bisschen. Dass ich auf Anhieb jetzt nicht den richtigen Weg gefunden habe. Aber was will man machen? Ah, Gott, geil. Ich möchte den Eisblast, bitte. Den Biak Ice Blast. Der irgendwie keinen Schaden macht. Oh, klasse. Celestial Hand, tau ruf. So, ein Mamimon tot. Das Tortamon kriegt einen Speeddown. Kann ihm aber so ziemlich egal sein, weil es so oder so eingreift. Dann kommt noch das Turtlemon. Tortenmon. Und dann möchte ich bitte, dass du eine Cyclon da drauf und eine Cyclon da drauf, please. Wie das überhaupt keinen Schaden macht. Naja, fast überhaupt keinen Schaden. Das
bisschen ärgerlich. Ah, Dick, gieß dich schneller ein hier. Danke. So. Dann möchte ich nochmal ein Big Ice Blast. Dann darf Warren mit der Wolfclaw angreifen, weil die Cyclone Claw irgendwie überhaupt nicht. Okay. Warren darf überhaupt nicht angreifen, weil er kein Mana mehr hat. Bisschen nervig. Aber gut, hat Kuri ihre Chance. Die darf ausnahmsweise mal mit der Lovely Attack angreifen. Ich würde mal sagen, weil die ein bisschen mehr Schaden macht und das Tortenmon wieder kaputt kriegt. Und ein Level Up für Devon. Wunderschön. Gut, dann wollen wir mal gucken, wie wir hier gleich vorwärts kommen. Wenn uns nicht dauernd irgendwelche Digimon entgegenkommen würden. Nark. Stirb, verrecke. Wow, das war ein One-Hit-Kill. Meine Wut hat diesen One-Hit-Kill reingesemmelt. Wuhu. Wollen wir halt da oben lang gehen. So, und jetzt sag mir aber bitte auch, dass es die richtige Wahl war. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht war. Es ist jetzt leicht nervig. Wolfclaw, hau drauf, hau drauf, hau drauf. Los. Warum macht die Wolfclaw mehr Schaden als diese Kack-Cyclone-Claw? Das ist jetzt irgendwie nervig. Und Warren hat gleich ein Level Up. Ist das nicht wundervoll? Nein, sie war es eindeutig nicht. Gut, wo müssen wir jetzt lang? Die allseits beliebte Frage in diesem Spiel. Was soll ich tun? Da ist auf jeden Fall noch eine Sackgasse. Und wieder ein paar wilde Digimon. Warum müssen diese Digimon nicht dauernd angreifen? Was soll das? Warum tun sie das überhaupt? Und warum steht mein Tee so beschissen? Das alles erfahren sie nicht jetzt. Vielleicht später, aber nicht jetzt. Hauptsache Mamemon darf jetzt erstmal gemütlich sterben. Luna haut dann mit einem Big Ice Blast drauf. Kuri missbraucht ihre Celestial Hand. Macht keinen Schaden. Und Warren darf dann die Wolfclaw einsetzen, weil das meine letzte Option ist. Um Tortamon zur Strecke zu bringen, bevor es angreifen kann. Na also. Läuft doch. Warren hat ein Level Up. Devon hat ein Level Up. Wir sind alle glücklich. Gut, da ist auch eine Sackgasse. Dann möchte ich da lang. Möchte ich das? Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich glaube mal, dass es richtig ist. Und dann möchte ich das hier tun. Oh, wie es überhaupt nicht trifft. Ja, klasse. Na gut, ein Solarmon hat es zumindest schon mal angeschlagen. Das jetzt verreckend auf dem Boden liegt, das arme Ding. Aber hey, es hat es nicht anders gewollt. Es wollte ja unbedingt von mir niedergestreckt werden. Jetzt liegt es da und röchelt. Das andere Solarmon will sich anscheinend rächen. Nein! Und Warren darf ein Raging Beast ausführen, weil das ist am wenigsten MP frisst. Inzwischen ist irgendwie Warren unser MP-Fresser schlechthin. Und Luna bekommt bald wieder ein Level Up. Und ich möchte mal kurz gucken, wann sich denn diese Herrschaften hier ins Ultra-Level, ins Mega-Level digitieren.
Also, Monsaimon wird zu Barbarmon auf Level 48 und braucht einen Spirit-Wert von 220 und Holy XP-Wert von 800. Wie sieht's denn bei dir aus? Lieber Warren? Digivolution Rot. Ach, du brauchst bloß noch Level 56, aber ich glaube, wir dürfen dich nochmal zurückdigitieren. Ich würde schon fast sagen, besser jetzt als nie. Wenn wir schon dabei sind, bin ich dafür, dass wir dich jetzt zurückdigitieren, dann nochmal hochdigitieren. Tut mir leid, Warren. Einmal muss es sein. Aber dann kannst du zum Mega-Level werden, liebes Ogremon. Tut mir so leid, aber was muss, das muss. Und wir bleiben beim Namen Warren, wie immer, weil Warren eigentlich sehr gut passt. Und ich freue mich schon so drauf. Also ich bin mir recht sicher, dass Warren der zweite wird, der ein Mega-Level-Digimon wird. Allein schon, weil sich alle anderen recht schwer tun. Finde ich schade. Aber gut. Da kann man nichts machen. Leider, leider. So, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Das möchte ich gerne wissen hier. Oh, hier hat es ein Item. Hallo, Item. Möchtest du mir Gesellschaft leisten? Oh, hallo, Digimon. Hallo, Monsaimon. Ach, schön, dich zu sehen. Kuri hätte gerne einen Spielgefährten, aber nicht dich. Gut, Warren, du darfst Cyclone Claw. Auch wenn du gerade ein Ultra-Level bist, Champion-Level bist auf Level 1, aber hey. Hey! Ich würde mal sagen, wir wechseln nachher gleich aus. Denn Warren ist auf Level 7 gekommen und mit einem Champion-Level Warren möchte ich da nicht durchlatschen. Dann möchte ich mal hier kurz tauschen. Das ist mir nämlich gerade eben aufgefallen. Und ich möchte dich anstatt Warren da drin haben. Weil du ein megamäßig geiles Skullgreymon bist. Hallo Skullgreymon und hallo Item. Ich habe dich sofort gesehen und habe mich sofort in dich verliebt, weil du ein Crit-Ring bist. Hallo Crit-Ring. Crit-Ring ist immer gut, denn da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir einen Crit bekommen. Ist ja irgendwo logisch. Gut. Okuwamon, Mamemon und Scorpiomon? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ich habe gerade nicht sonderlich gut aufgepasst. Wollen wir das mal so machen? Vielleicht verwirrt sich ja irgendwer oder so. Ah! Me is awesome! Oh, nee, Luna ist awesome. Ich meine, guckt euch das an. Alle vier sind verwirrt. Mega Napalm. Ja, das hört sich doch gut an. Hau drauf. Hau drauf, Sam. Und Kuri darf mal fett knuddeln. Obwohl, nee. Kuri darf mal ihre harte Hand einsetzen. Ihre celestiale Hand. Ach, ich weiß nicht, was es auf Deutsch heißt. Ist mir auch wurscht. Und ein Big Ice Blast für das Mamemon, das noch übrig blieb. Armes kleines Mamemon wurde von seinen Freunden einfach so verlassen. Aber hey, gibt's Schlimmeres. Und Warren macht schneller Level-Ups als Devon. Ist aber auch egal. Wir brauchen für Devon noch Level 42. Und für Warren brauchen wir... Nein. Nein. Und für Level für Warren brauchen wir noch Level 41. Also, welche Art von Programm sollte ich als nächstes schreiben? Da ist dieses
Und dann noch das. Ich bin ein Genie. Ich glaube, ich sollte Mercurimon damit aufziehen. Hallo, Skybaluchimon. Hey, wie bist du? Ja, jetzt sind wir endlich richtig gelaufen. Boss, wir haben Probleme. Ja, natürlich habt ihr das. Wir wollten eigentlich nur fragen, ob du vielleicht Lust hast, uns zu helfen. Okubamon und Okubamon und Skorpiumon, yay. Lass krachen hier. Mit einem fetten... Obwohl, nein. Mit einem fetten Crescentharken. Hau drauf. Bah. Und noch einmal. Los, Luna, weil du es kannst. Weil du so awesome bist. Und dann möchte ich gerne das. Du die Sharp Fang einsetzt auf dieses Okubamon. Ich musste gerade ein bisschen überlegen. Und dann darf Kuri auf das andere Okubamon draufhauen. Weil es das kann. Mit einer Seelestielhand. Mein gut, eine Lovely Attack hätte vielleicht auch geholfen, weil Scorpiumon und so. Aber ich wollte halt auf Nummer sicher gehen. Jetzt kriegt natürlich Kuri auf die Nase, das war mir klar. Und deswegen kriegt das Scorpiumon erstmal meinen Chaos Crusher zu spüren. Dann darfst du, lieber Sam, mit seiner Dark Claw angreifen. Habe ich das jetzt richtig mir gemerkt? Und dann haben wir ein allgemeines Level-Up für Luna, Sam, Warren und Devon. Ist das nicht wunderschön? Ach, Luna, ich bin so stolz auf dich. Du warst die Erste, die auf Level Mega digitiert ist. Ha, Pit Crusher. Oh ja, Pit Crusher ist eine geile Attacke. Vor allen Dingen, ja, besser als die Sharp Claw, weil die eindeutig mehr Angriff hat. Und jetzt möchte ich hier mal kurz so ein bisschen volltanken. Denn wir werden bestimmt gleich wieder einen wunderschönen Kampf haben. Und dafür werde ich erstmal unsere Reste aufbrauchen. Weil wir es können. Reste aufbrauchen. Hallo, Digia. 600. Ach, einer geht noch. Wir brauchen die 600 da sowieso nicht. Weil wir haben das da. Seht ihr ja? Voll machen, bitte. So, und dann wollen wir mal. Einmal rein da. Werden wir sie mal ein bisschen ärgern hier. Boss, wir haben Probleme. Es ist dieser Onion-Tamer schon wieder. Was? Du meinst wirklich, unser Versteck aufzusuchen? Also, du bist also dieser Onion-Tamer, der Feldi genannt wird. Du hast echt Nerven, hier einfach bei uns reinzuplatzen. Boss, schnapp sie dir. Warte mal, eine einfache Person mit einer kompletten Gruppe anzugreifen, würde doch unsere Ehre verletzen. Ja. Also, warum sollte nicht einer von uns diese Ehre nehmen? Ich werde es versuchen. Sehr gut, Gaiomon. Hau rein. Du scheinst vielleicht mich besiegt zu haben an einem anderen Tag. Aber dieses Mal nicht. Ja, wart's mal ab.
Und hier haben wir wieder Gaiomon. Ein Digimon, das wahrscheinlich wieder über drei Zonen geht, was uns natürlich sehr hilfreich ist, denn so können wir dreifachen Schaden anrichten und unseren Spaß haben, denn guckt euch das an. Mega Napalm, Sky Destroy. Los, Sam, hau rein. Es macht gerade solchen Spaß mit dir. Gut, dann darfst du noch mit deiner Lobby-Attack angreifen, Mibikuri, weil du machst Schaden damit. Ja, sogar gar nicht mal so schlecht.